Und ein weiterer Redebeitrag von der NAO, der neuen antikapitalistischen Organisation. Herzlichen willkommen! Liebe Genossinnen und Genossen, zunächst einmal erfreuliche Nachrichten aus Athen. Zur Stunde versammeln sich Zehntausende auf dem Syntagma-Platz, um das Nein nochmals richtig stark zu machen. Und das ist großartig. Wir gehen auf eine historische Stunde zu, weil wir das erste Mal in Europa seit vielen Jahren die Chance haben, die Neoliberalen zu schlagen. Und deswegen hat sich eine unheilige Allianz gebildet aus Kapitalisten, ihren Regierungen und 90% der Presse. Und die größten Banditen ist der Springer-Konzern, bei dem wir gleich vorbeikommen. Und ich bin dafür, dass wir, wenn wir da sind, nochmal klar unsere Schilder hochhalten. Euchi, nein! Das, diese unheilige Allianz ist eine Achse des Bösen. Muss ich hier in diesem Zusammenhang ein Wort zur Sozialdemokratie sagen? Nein, früher hießen diese Leute Ebert, Scheidemann und Noske. Und jetzt heißen sie Gabriel, Schulz und Hollande. Und warum tun sie das alles? Warum tun sie das? Und da gibt es zwei Gründe. Sie wollen die griechische Bevölkerung auf das Niveau von Elendskindern in Rumänien drücken. Das ist ihr Ziel. Das wollen sie. Und sie wollen die griechische gewählte Regierung zerstören. Und ich frage mich, warum eigentlich? Das sind doch eigentlich ganz harmlose Leute. Was tun die denn? Haben sie die Banken verstaatlicht? Haben sie die Fabriken verstaatlicht? Haben sie die Häfen besetzt? Treiben sie die Steuern ein? Nein, das tun sie nicht. Und trotzdem wollen sie sie zerstören. Und sie wollen sie deswegen zerstören, weil sie allen Arbeitern, Angestellten, den Jugendlichen in ganz Europa eine Botschaft senden. Und die lautet: Muckt nicht auf, ihr habt nichts zu sagen. Und dagegen müssen wir den Widerstand entfachen. Und ich sage mal, das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung der herrschenden Klasse in ganz Europa gegen die unteren Volksklassen, also auch gegen uns. Und darum, Genossinnen und Genossen, ist es keine innergriechische Angelegenheit, sondern eine europäische Angelegenheit. Und wenn es eine Kriegserklärung gibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft weg oder man kämpft. Und ich bin dafür, dass wir zusammen kämpfen. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die Anstrengungen, die wir bisher unternommen haben, nicht ausreichen. Ich habe gehört, dass in Griechenland selber Anarchisten, linke Sozialdemokraten, Syriza-Leute, Antasia-Leute gemeinsam arbeiten. Und das brauchen wir auch in Deutschland. Wir brauchen eine viel, viel größere Kampffront als die, die bisher existiert. Und zum Schluss will ich sagen, dieses Europa, was die Bosse wollen, ist nicht unser Europa. Dieses Europa muss weg. Und darum nochmals am Schluss, Euchi, nein, sie werden nicht durchkommen. Wir werden gewinnen. Ich danke euch.